Amanda und ich freuen uns, dass ihr heute wieder mit dabei seid für unser zweites Workout. Jetzt kommen wir zu unserem Oberkörper-Workout. Wir starten mit einer dynamischen Komponente, und zwar dem Woodchucker, dem Baumfäller. Hier starten wir tief und rotieren uns nach außen mit gestreckten Armen. Als nächstes kommen wir zur klassischen Bend Over Row, dem Rudern. Hier ist es wichtig, vorne übergebeugt zu sein und das Gewicht schön an die Brust zu ziehen. Und wir enden mit einer weiteren dynamischen Komponente, und zwar den Rope Swings. Bock auf mehr? Für weitere Fitness-Tipps und die passenden Outfits dazu, geh auf sport2000.de.